Dieses Medikament kommt zum Einsatz bei verengten Atemwegen wie zum Beispiel COPD oder bronchialem Asthma. Da ich keine Inhalationsdosis abbekommen möchte, verwende ich ein Demogerät, das aber in Ausmaßen und in allem exakt Ihrem Gerät entspricht. Sie umfassen es mit einer Hand so und halten es waagerecht vor sich. Zu sehen ist an dem Gerät eine Daumenkuhle. Hier legen Sie den Daumen der anderen Hand hinein und schieben es einmal auf bis zum vollständigen Anschlag. Sie hören ein hörbares Klicken, dann ist das Gerät geöffnet. Vorne wird jetzt das Mundstück freigesetzt und in dem Mundstück öffnet sich auch eine winzig kleine Inhalationsöffnung. Zur Anwendung der Inhalation betätigen Sie jetzt den Hebel, indem Sie den Daumen wieder vor diesen Hebel einsetzen und ihn tief nach hinten drücken. Auch dann erfolgt wieder ein hörbares Klicken. Wenn dieses Klicken erfolgt ist, wird in dem Gerät eine Inhalationsdosis freigesetzt. Sie brauchen nicht mehrmals klicken und sollten es auch verhindern, um nicht mehrere Einzeldosen gleichzeitig einzuatmen. Das Gerät steht jetzt zur Anwendung bereit. Sie atmen einmal kräftig aus und mit der nächsten Einatmung nehmen Sie das Mundstück in den Mund, umschließen es mit den Lippen und atmen tief und kräftig ein. Anschließend halten Sie den Mund noch ganz kurz geschlossen und können dann ganz normal weiteratmen. Ich mache es Ihnen jetzt einmal vor. Die Inhalation ist jetzt erfolgt. Um das Gerät wieder bereitzustellen, setzen Sie den Daumen wieder in den Daumenhebel ein und drücken es komplett einmal zurück, bis auch jetzt wieder ein Klicken erfolgt. Jetzt ist das Gerät wieder geschlossen und für die nächste Anwendung bereit. Außen auf dem Gerät zu sehen ist ein kleines Zählwerk. Hieran sehen Sie, wie viele Einzeldosen Sie insgesamt schon inhaliert haben. Steht das Zählwerk auf 0, ist es Zeit, dass Sie Ihr Gerät ersetzen. Achten Sie darauf, dass Sie nach jeder Anwendung Ihren Mund gründlich mit Wasser ausspülen und dieses auch ausspucken bzw. sich die Zähne putzen, um mögliche Pulverreste aus dem Mund zu entfernen. Zur Sicherheit und eigenen Kontrolle verwenden Sie ein Peak-Flow-Meter und zeigen Sie auch in regelmäßigen Abständen Ihrem Arzt die Anwendung Ihres Inhalationsgeräts, um die optimale Anwendung zu gewährleisten. Sollten Sie wieder vermehrt Beschwerden haben, wie Pfeifgeräusche oder die Verengung des Brustkorbes, beziehungsweise Ihr Akutspray vermehrt benutzen müssten, dann wenden Sie sich auch in diesem Falle an Ihren Arzt.